Wenn du auf der Suche bist nach der Nonplus Ultra RTX 3070, dann habe ich hier genau das Richtige für dich. Du kriegst nicht nur drei Lüfter, einen integrierten LCD-Bildschirm da vorne, sondern du kriegst auch noch viel mehr und genau darauf gehen wir in genau diesem Video ein. Ein wichtiger Punkt bei so einer Grafikkarte ist für mich immer, wie laut wird sie? Denn ich habe keine Lust, dass da unten ein PC steht und der euch die ganze Zeit mit Lärm volldrückt. Also, schauen wir uns doch einfach mal an, was sie kann. Zum einen, du kriegst natürlich ein 3-Lüfter-Design. Der Vorteil hiervon ist, dieser mittlere Lüfter läuft in die entgegengesetzte Richtung wie die anderen Lüfter. Dadurch soll es nochmal etwas leiser werden. Das heißt, der Fokus hier ist ganz klar auch auf der Lautstärke. Und das sieht man auch, denn die Lüfter werden im normalen Modus niemals auf 100% gehen. Und wenn sie dann so bei 80-90% sind, sind sie angenehm leise. Das Einzige, was ich nicht wirklich empfehlen kann, es gibt so ein kleines Summen. Gerade so, wenn du zwischen 50 und 60 Lautstärke bist bei den Lüftern, kommt ein unangenehmes Ton raus. Dieser geht bei höherer Tonlage dann wieder weg, aber bei mittlerer ist er da. Das Gute ist allerdings auch, du kommst im Normalfall wieder nach oben oder nach oben, denn wenn du Spiele spielst, dann kommt natürlich auch viel Leistung hier. Die Grafikkarte kriegt dementsprechend höhere Temperaturen, Lüfter gehen an. Wenn du jetzt allerdings ganz normal bei der Arbeit bist, sagen wir mal, du bist am Office, schaust 4K-YouTube-Videos an oder arbeitest eben ganz normal, was man so auf dem PC macht, dann sind diese Lüfter im Normalfall aus. Denn, wie du siehst, gibt es hier hinten erstmal ein Metall, wo die Lüfterwärme schon mal ein bisschen abgetragen wird. Des Weiteren ist die ganze recht groß und du hast hier große Lüfterverteiler, die die ganze Hitze auch gut und effizient verteilen, ohne dass die Lüfter überhaupt angehen. Des Weiteren, wenn die Lüfter dann mal angehen, wird auch noch hier hinten Luft rausgemacht. Das heißt, die Luft wird nicht nur hier transportiert, sondern sie wird auch noch in dein Gehäuse reingemacht. Hier ist der Vorteil, wenn du ein großes Gehäuse hast. Denn mit einem großen Gehäuse hast du viel Platz, auch die Luft wieder rauszukriegen und kannst diese Grafikkarte noch effizienter nutzen. Jetzt werfen wir allerdings noch einen genaueren Blick auf diese Grafikkarte. Und zwar als erstes auch auf ihren Stromeingang. Du brauchst hier zwei 8-Pins. Das ist besser als bei der RTX 3080, wo du sogar drei 8-Pins brauchst. Hier reichen dir zwei 8-Pins, was in den meisten Netzteilen auch mit dabei ist, wenn du nicht ein sehr niedriges hast. Des Weiteren wird hier empfohlen, ein 650 Watt Netzteil zu besitzen. Ich würde fast sogar schon auf 750 Watt gehen, je nachdem, was für einen Prozessor du hast. Wenn du mit AMD gehst und bei 6 bis 8 Kernen bist, könntest du mit 650 gut durchkommen. Allerdings, wenn du dann noch mit einem Intel CPU weitergehst, die sehr dafür bekannt sind, viel Energie zu saven, dann wäre es vielleicht doch praktischer, 750 bis 850 Watt Netzteil zu benutzen. Des Weiteren kriegst du hier dann drei Lüfterdesign, die jeweils 100 mm groß sind. Das heißt, eigentlich recht kleine Lüfter, die aber leise und auch effizient arbeiten. Auch die Anschlüsse bist du eigentlich sehr gut bedient, denn du kriegst hier dreimal DisplayPort, dreimal HDMI. Wichtig zu wissen, die äußeren HDMI sind 2.1, der mittlere ist 2.0. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wieso das ist und es passiert schnell mal, dass man den mittleren auswählt. Deswegen ist es eine gute Information, damit du es nicht ins Falsche reinsteckst, gerade wenn du einen schnellen Monitor benutzt. Bei DisplayPort kriegst du überall 1.4, hier kriegst du also die volle Kapazität. Und das Wichtigste hätte ich ja fast noch vergessen. Es gibt hier oben einen kleinen Schalter, den du tätigen kannst, der zwischen zwei Moden wechselt. Es gibt einmal einen Overclock-Modus, der ist standardmäßig drin. Das heißt, die Grafikkarte wird versuchen, das Beste rauszuholen. Sie ist dann auch höher als die normale Founder Edition von Nvidia, die vorgestellt wird. Und kriegt dir wirklich die beste Performance, die du bei der RTX 3070 kriegen kannst. Was ich allerdings persönlich bevorzuge, ist, dass man den Leisen-Modus nimmt. Denn du kriegst immer noch fast die Performance vom Overclocking, immer noch ein bisschen besser wie die Founder Edition, aber halt nicht ganz so hoch. Dafür kriegst du angenehmere Lautstärke, bessere Temperaturen und es zieht auch weniger Strom. Also eigentlich eine gute Alternative, wenn du nicht das Ultimative bei Gaming brauchst. Willst du allerdings die besten FPS, dann ist der Overclock. Diese Grafikkarte ist leider nicht die billigste. Habe ich ja schon erwähnt, dass es eine Premium-Grafikkarte ist. Aber sie bietet ja auch ein paar besondere Sachen an. Und einer dieser besonderen Sachen ist dieser LCD-Screen, den du hier siehst. Diesen kannst du beleuchten, du kannst ein Bild drauf machen, eine Animation. Oder, was ich recht praktisch finde,
Du kannst ja auch einfach die aktuelle Temperatur anzeigen lassen. Das heißt, dann siehst du immer, wie warm gerade deine Grafikkarte ist, hast du die Information. Des Weiteren kannst du auch das hier mit den LED-Streifen hier mit anpassen und kriegst somit ein schönes Erlebnis. Gerade wenn du es jetzt zum Beispiel so reinmachst, sieht es Hammer aus. Aber auch wenn du es hier einfach nur so hast, kann man hier eine schöne Animation haben und es macht sich sehr gut im Gehäuse.